So. Ich gehe da hinten einmal nochmal schnell Holz hacken. In der Zeit, wo wir auf unsere ersten Resultate warten. Was die Ernte angeht. So, Birkenholz passt jetzt nicht ins Konzept, nenne ich es mal, von unserem jetzigen Bauplan. Aber wer weiß, was da später noch draus wird. Wir wollen ja auf jeden Fall ein zweistöckiges Haus haben. Ich will mal eben gucken, wie sieht denn das hier aus mit den Achievements. Bahn frei. Lege mit einer Lore mindestens 1 Kilometer an einem Stück zurück. Das könnte noch dauern. Bauen jemanden mit Hilfe einer Eisenspitzhacke ab. Fange und brate einen Fisch. Fisch. Richtig. Das könnten wir auch nochmal machen. Haben wir denn eigentlich Fäden? Haben wir Fäden mitgebracht aus der Höhle? Gucke ich gleich mal nach, wenn ich hier noch ein, zwei Bäume gefällt habe. Ach ja, da kommen Erinnerungen hoch an das Spiel. Spiele ich immer noch manchmal. Einfach nur, um es nicht zu vergessen. Wie awesome dieses Spiel einfach war. Final Fantasy VII. Geheimtipp. Ist, glaube ich, schon aus dem Jahre 1997 für die PS1. Aber es ist einfach so geil. So, da... Oh, guck mal, da steht schon der kleine Baum da hinten. Gerade eben war er noch ein Setzling. Boah. Okay. Der hat der grüne und... Das ist ja cool, weil er am Rand von so einer Wüste ist, oder wie? Dann nehmen wir die mal wieder auseinander. Ach, scheiße, jetzt ist die Erde hier braun. Weil ich hatte nämlich so eine Idee, dass man bis hinten zu unserem... Ne, weißt du, unserem Feld eine Erdestraße bauen kann, damit wir hier vorne... Da machen wir das so ähnlich wie so eine Oase, ne? Dass wir hier so ein bisschen Grün mit reinbringen. Das wäre auch ziemlich cool. Ich versuche mal, ob das, wie weit denn das überhaupt geht. Wie weit jetzt zum Beispiel, ne? Mal gucken, ob das überhaupt was wird, ob das überhaupt, ob sich das Gras da vermehrt und überspringt auf den nächsten Block und dann grün wird. Gucken wir mal. Jetzt gehe ich aber erstmal nach Hause. Habe ich zu Hause überhaupt schon Licht an? Das wäre ja jetzt auch Käse, wenn wir reinkommen und uns gleich so ein Creeper oder sowas erwartet. Wir gehen erstmal schlafen wieder. Ohne Dach, unter freiem Himmel. Immer wieder schön. Freilufthotel. Wir haben 5 Fäden. Jetzt überlege ich gerade. Wie ging nochmal eine Angel? Wie ging eine Angel? Ging die so? Oder fehlt da einer? Zwei Stück. Ha! Angel. So war das. Und mit diesen hier. Zack, zack, zack. Bauen wir uns unseren ersten Bogen. Auch die ganzen zwei Pfeile. Uey, ha, zwei Pfeile. Yay, wir sind gerettet. Mitnehmen. Und dann stellen wir uns hier hin. Beobachten unsere Setzlinge beim Wachsen. Und angeln. Da sind Tintenfische. 3 Stück. 4, 5, 1, 2, 3. Tausende, keine Ahnung. So. Auf Achievement-Jagd. Keiner beißt an. Wahrscheinlich haben wir da so einen verrotteten Wurm, den keiner haben will. Oder so Überreste von unserem Zombie-Fleisch. Da denken sich selbst die Fische, nee, wollen wir nicht. Oh,
die Musik passt ja jetzt schön langsam und... Ja! Wir haben einen Fisch. Komm, der soll uns erstmal reichen. Wir sollen ihn ja nur braten, ne? Fisch in den Ofen. Ah ja, müssen ja echt auf jeden Fall Fenster rein. Mach ich da 1, 2. 1, 2. Und hier auch nochmal 1, 2. Wie sieht das Ganze dann aus? Ach, ich mach die immer aus massiv hier Glas. Ich könnte doch einfach die Glasdinger benutzen, fällt mir ein. Ah, da denke ich nie dran irgendwie. Ah, scheißegal, lassen wir das jetzt einfach erstmal so. Jo. Das lassen wir so. Wie viel haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Blöcke lang. Da könnten wir den, und dann haben wir 3, da haben wir auch 3 da und da. Ja, dann mache ich das hier unten jetzt auch nochmal aus diesen hier. Und dann machen wir das hier gegenüber auch nochmal. Da weg und da weg. Ist richtig, ne? Ja. Dann haben wir hier wenigstens alles ein bisschen hell. Ja, kann man so anbieten, denke ich mal. Jetzt bin ich gerade überlegen, wo stellen wir die Fackeln? Obwohl da und da. Und da und da. Dann müsste nur der Crafting Table da weg. Und hier stehen. Köstlicher Fisch. Uhu. Errungenschaft erzielt. Das muss natürlich dann auch raus. Da kommt ein Eichenholzbrett hin. Und jetzt der Ofen. Ups. Ofen samt Kohle dahin. Dann hauen wir das da gerade mal rein. Jetzt sieht auch alles schön symmetrisch aus, außer das Bett. Das gehört da noch nicht hin. Aber ich denke ja schon über eine zweite Etage nach. Wäre es vielleicht cool, die vielleicht mit Cobblestone zu machen, so dass man den Boden aus Cobblestone hat. Und von außen mit solchen Holzbrettern, so drumrum, ach, wo wir gerade hier sind und die noch dabei haben. Da drauf. Da drauf, dankeschön. Da auch nochmal ein. Und da auch noch ein. Irgendwie scheint hier nichts zu passieren. Was macht denn unsere Ernte? Siehste, sprießt schon. Schön. Und damit uns da jetzt keine Viecher rüberrennen, haben wir ja noch ein paar Zäune dabei. Obwohl das drumherum, das könnte man dann ja mit Kobbel vielleicht machen. Haben wir denn welchen? Ganze 12. Oh, ich fange hier schon wieder alles Mögliche an und bringe nichts zu Ende. Aber ja. Das ist ja 10 breit, ne? Das sieht natürlich jetzt... Na, und dann geht das hier um die Ecke. Dann haben wir da halt unser Feldchen. Auf die Ecke kommt eine Fackel. Hier kommt auch eine hin. Und dann muss man eben von hier so aufs Feld rauf, um eben alles zu ernten. Kann man mal machen. Den Sand nehmen wir auch nochmal mit. So, sind alle sogar bewässert. Die sind dunkel gefärbt. Das bedeutet,
Die Erde ist sozusagen feucht. Und wir hauen uns jetzt mal unser Achievement rein. Was haben wir denn? Ups. Da noch. Alchemie. Aha. Ist das das gleiche? Das Ende? Das Ende. Ah ja. Diamanten müssen wir finden. Echt so? Echt so? Das haben wir doch aber schon. Naja. Machen wir aber irgendwann später. Wir bauen jetzt erstmal noch ein bisschen am Haus weiter. Dann machen wir jetzt erstmal das auch aus Holzbrettern, weil die Cobblestones habe ich ja jetzt gerade verbraten. Hauptsache, wir haben jetzt erstmal ein Dach über dem Kopf. So, mal gucken, ob das reicht, aber ich glaube fast nicht, ja. Nee, dann machen wir da jetzt noch ein paar mehr. So, jetzt haben wir einen Raum. Cool. Das Bett wäre vielleicht schöner, wenn wir es jetzt da hinstellen. Sieht das alles so obersymmetrisch aus hier. Obersymmetrisch. Jo. Zweite Etage zugänglich dann von drin oder von draußen? Von draußen hätte, glaube ich, auch was, aber funktional wäre das wahrscheinlich nicht. Da müssen wir von drin den Aufgang machen. Machen wir das mit Treppen, so wie wir das bei unserem anderen Haus gemacht haben, mit so zwei Treppenaufgängen nach oben. Das ist nochmal eine kleine Idee zur Verschönerung. 32 Eichenholztreppen. Ja. Warum nicht? Oder? Dann hätte ich nämlich die Idee, dass wir dann hier so den Aufgang machen. Es passt, ja okay, es passt mit dem Fenster vielleicht, aber ich bin da noch nicht so sicher. Oder wir müssen das nochmal vergrößern, das Haus, weil jetzt ist es ja einfach nur so ein viereckiges Teil. Dann könnten wir einfach, oder wir machen tatsächlich so ein von hinten Aufgang. Wolfgang. Keine Ahnung. Oder Treppen. Leitern. Gingen natürlich auch. Ja. Wir machen das einfach so. Dass wir anfangen. Mit einem spitzen Dach, wollte ich sagen. Und mit diesem spitzen Dach haben wir sowas.